Liebe Freunde von der guten Küche und dem guten Geschmack, mit viel Elan und Sonnenschein stürzen wir uns in die letzte Sendung vor der Sommerpause. Sind herzlich willkommen. Wenn es um Restauration und Clubbing geht, dann gehört das Kaufleute in Zürich zu der ersten Adresse. Eine Institution, die seit 25 Jahren aus der Partyszene nicht mehr wegzudenken ist. Auch ich habe dort einen Grossteil von meiner Jugend verbracht, jeweils vom Donnerstagabend bis zum Sonntagmorgen. Seit gut zwei Monaten haben die stadtbekannten Brüder Saigi und Stelios zusammen mit dem Gastronom Marco Giuliani das Zepter im Kauf übernommen. Kaufleuten. Der Club sowie das Restaurant an erstklassiger Lage erscheinen in jedem Reise- und Gastroführer. In all den Jahren hat das Zürcher Kulturgut etliche Führungswechsel erfahren. Aktuell geben diese drei Herren den Takt im Kaufleuten an. Die Partygriechen und Brüder Saigi und Stelios, selber Zürcher Kulturgut, sowie der Gastronom Marco Giuliani. Das Kaufleuten, eine Adresse, die verpflichtet. Ja, also sicher mal, da denkst du mal, ey, leck, das ist schon ein rechtes Ding. Hanker um, wir lieben alle zusammen, alle wir drei lieben Kaufleute. Wir sind selber schon 100 Mal da gegessen. Und dann weißt du, da kannst du wieder etwas bewirken und etwas kannst du wieder auf die Beine stellen. Und die Leute wieder kommen. Und jetzt ist eben seit diesen zweieinhalb Monaten die Resonanz extrem positiv. Die Leute kommen gerne. Und was schön ist, die Leute freuen sich, dass wir, jetzt, wir als Trio uns hier involvieren. In Wahr, wem damals der Zutritt ins Kaufleuten gewährt wurde. 14, 25 Jahre bin ich da reingelaufen, weiss ich noch, und ist so gewesen, wow, geil. Geiler Laden. Wirklich, damals ist das Kreis 1, hat nicht 15 Läden, Clubs wie jetzt, sondern es war das Maskott und das Kaufleuten gewesen. Und noch das Rock gewesen. Und dann ist nach dem Rock so wie ein fließender Übergang ins Kaufleuten gewesen. Und schon, ich meine, es war eine Bereicherung gewesen, ich meine. Und dann sind wir Stammgäste geworden. Es war aber nicht so gewesen wie jetzt. Früher hast du einen Türsteher und eine Türsteherin. Also du musst dich etwas einfallen lassen, wie du dich anlegst. Du musst jemand sein oder im Restaurant Gast sein, dass du nachher dann gratis oder überhaupt ins Kaufleuten reinbekommst. Die Aufgabe, das altehrwürdige Kaufleuten zu dirigieren, kommt für die drei Herren einem Ritterschlag gleich. Saigi und Stelios sind die Kontakte an der Front. Marco Giuliani und sein Küchenchef Dimitris Sarlanis sind verantwortlich für das Geschehen in der Küche. Der Weg führt zurück zu den Wurzeln, zu den klassischen Gerichten. Wir wollten eigentlich extra wieder die alten Sachen zurückhaben, wie das Wiener Schnitzel, das Zürich Schnitzel, das einfach auf die Karte gehört. Und zwischendurch haben sie Ausflüge gemacht, die nicht so angekommen sind bei den Leuten. Mit mehr als 100 Außensitzplätzen und 144 Sitzplätzen im Restaurant gehört das Kaufleuten zu den größten Restaurants in der Limmatstadt. Eine Tatsache, der Rechnung getragen werden muss. Die Küche ist einfach gehalten, auf qualitativ hohem Niveau. Dadurch, dass das Kaufleuten so viel Sitzplatz hat, muss für eine breite Masse passen. Und also es muss für junge Damen etwas haben, für ältere Herren, querbeet. Und durch das ist es die Vielfalt, die es ausmacht. Und wir schauen auch das saisonal. Also jetzt haben wir gerade die Sommerkarten angefangen. Das sind spezielle Sachen, die ein Kaufleuten braucht, wie ein Vitello Tonnato oder ein kaltes Rostbeef, Melone, Prosciutto, muss es drauf haben. Mit dem Kaufleuten betreten Saigi und Stelios gastronomisches Neuland. Für die Veranstalter der Mykonos-Partys ist es der erste Gastrobetrieb, für den sie mitverantwortlich sind. Dank ihrer gewinnenden Art konnten sie sich in den letzten 15 Jahren eine Stammkundschaft aufbauen. Saigi und Stelios sind in Zürich zu einer Marke avosiert. Auf der einen Seite sagen alle, ja, dass ihr gekommen sind, ist klar gewesen, dass es jetzt so ein Hype ist. Nein, es ist ein Teamwork. Klar, wir sind sehr bekannt, die Leute haben uns gerne, wir haben aber die Leute auch gerne. Sie kommen auch eben, wie gesagt, wieder an unsere Partys, an allem. Aber es fängt dort hinten an, bei den Gommis. Wir sind auch bei den Gommis, die gerne aufräumen da hinten und so, alles vorbereitet. Wir sind auch bei denen, vor dem Abend, bevor der Abend startet, können wir allen noch Hoi sagen. Also wir sind sehr persönlich nahe zu unserem Personal da hinten. Und auch zu unseren Gästen, ist klar. Nichts kommt von ungefähr, auch nicht der Erfolg der beiden Brüder.
Zusammen mit dem Gastronom Marco Giuliani schreiben Saigi und Stelios ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte des Kaufleutens. Das Kaufleuten darf natürlich auch nicht im neuesten Magazin «Zürich geht» ausfallen. Vom Gourmet-Restaurant bis zum Quartierbeinzli, die Macher vom Magazin, sind bei 185 Restaurants fündig geworden, wenn es um gutes Essen in der Limmatstadt geht. «Zürich geht aus» kann auch online bezogen werden. Stichwort gutes Essen. Von welcher Quelle ein Restaurant Kaufleuten ihren Fisch bezieht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Es gibt auf jeden Fall eine neue und zukunftsweisende Alternative. Fresh ist weltweit die erste urbane Salzwasserfischfarm. Das Unternehmen produziert Meeresfisch in grossen Salzwasserpools. Und zwar ohne Zugang zum Meer, in einem geschlossenen Wasserkreislauf. Egal ob Kingfisch, Dorad oder Wolfsbarsch. Die Fische gelangen fangfrisch zu den Kunden. Die kurzen Transportwege und die Vermeidung von Flugmeilen spart Energie und hilft, den ökologischen Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren. Weitere Informationen finden Sie unter freshcorporation.com. Der Fußabdruck von der Shirley Amberg geht im nächsten Feinwein-Beitrag 10 Jahre zurück. Und zwar genau in die Zeit, wo sich die Sommelier für den Einstieg ins Weingeschäft entschieden hat. Shirley besucht einen von ihren ersten Arbeitgebern, eine traditionelle Weinhandlung in Zürich, die mit der Zeit geht. Die Weinhandlung an der Zeughausstrasse 67 in Zürich ist für mich wie ein Stück Heimat. Hier bei Nicola Matana habe ich fast 3 Jahre lang gearbeitet und so einen wichtigen Einblick in die Welt des Wein Made in Italy bekommen. Hey, glaub das nicht! Ciao, Ciro! Sind Sie willkommen in deinem Shop? Ja, lange nicht. Der Nicola ist ein leidenschaftlicher Sommelier, der seit über 10 Jahren in der Buonvini Weinhandlung arbeitet. Wollen wir in den Garten? Ja, Freude. Jetzt hast du etwas kurz trinken. Ja, ein bisschen sardisches Bluten. Und natürlich, es konnte nicht anders sein als Vermentino di Gallura. Die persönliche Beratung und der Kontakt zu seinen Kunden ist ihm wichtig. Trotzdem hat er sich schon vor 5 Jahren für einen Online-Shop entschieden. Man kann sagen, dass du für den Laden stehst, also der Laden lebt von dir. Wieso jetzt noch ein Online-Shop? Ist das nicht so ein bisschen Konkurrenz? Nein, ich finde, es sind ganz zwei verschiedene Kundschaften. Oder? Der seit 11 Jahren oder also seit 11 Jahren gibt es den Shop, aber vielleicht seit 5 Jahren zu uns kommt, der kommt immer wieder, auch wenn es Internet gibt. Mhm. Weil er sucht das persönliche Kontakt, er will die Beratung sehen. Und das kannst du nur persönlich machen. Was hat dich denn dazu bewogen, um einen Online-Shop zu machen? Weil sicher der Trend ist, du bist halt ersichtlich in der ganzen Schweiz. Der kannte den Kunden, der suchte eine Rarität aus Genf, kann problemlos in 2 Minuten bestellen und dann hat er 2-3 Tage die Heime. Oder aus St. Gallen, oder aus Basel, oder aus Lugano, ohne extra auf Zürich fahren. Es gibt heute kaum mehr eine Weinhandlung, die sich nur noch auf den persönlichen Verkauf abstützt oder verlässt. Der Onlinehandel mit der Rebensaft boomt. Softwarelösungen für einen eigenen Onlineshop gibt es heute für wenig Geld. Eine Entwicklung, die der Vollblut-Sommelier nicht nur gut findet. Ja, ich finde es etwas schade. Verliert sich ein bisschen die. Es ist so schön, wenn ich die Leute vor mir habe. Weil dann verstehe ich sofort, was sie wollen. Mhm. Am Telefon geht es einigermaßen. Aber im Internet es ist es anonym, also es ist ein Weg. Mhm. Ich glaube, Shirley, wir müssen fast rein, weil jetzt fängt es richtig regnen. Ja, es verwässert uns. Ja, genau. Gehen wir geschieden rein. Im Fall der Weinhandlung Buonvini ist das Angebot im Internet eher beschränkt im Vergleich zum umfassenden Weinangebot im Laden. Es hat für jeden Gaumen und für jedes Budget das passende Tröpfchen. Denn die Nachfrage nach italienischem Wein steigt ständig. Seit 2003 oder 2004
ist Italien am ersten Platz. Zum ersten Mal in der Geschichte hat Frankreich überholt. Und seitdem hat Frankreich nie mehr seine Lieder Platz gewonnen. Also es ist Italien Nummer 1 in der Schweiz. Und auf was ist das zurückzuführen? Ich denke, so wie ich höre von den Kunden, es ist die interessanten Preise haben sicher einen Einfluss gemacht, weil die guten Franzosen immer teurer werden, oder? Und viele Leute sind nicht mehr bereit, so tief im Sack zu gehen. Und sicher auch, ja, es gibt halt mit 380 verschiedene autochtone einheimische Traubensorten. Man findet wirklich den Wein für jeden Gaumen in Italien. Bei der Auswahl von seinen Produzenten schaut Nicola Mattana besonders auf die Reinheit des Weins. Jeder Produzent wird auf Herz und Nieren geprüft und genauestens unter die Lupe genommen. Ein hübsches Detail sind die Bodenproben. Mit den Fingern kann man den Ursprung des Weins quasi ertasten. Kein Online-Shop auf der ganzen Welt kann das ersetzen. Jede Weingut, wo ich besuche, nehme ich ein bisschen Erde, so beim Almeter Tiefe, und bringe ich da neben dem Wein, wo er gemacht wird, um an die Kunden zu erklären, wie wichtig ist der Boden und welche Einflüsse je nach Inhalt der Erde hat auf den Wein. Ich würde vorschlagen, wir gehen noch in den Keller runter. Hast du noch irgendein Highlight? Du hast ja ganz viele Highlights, oder? Ja, ja, sicher. Komm, wir nehmen eine schöne Brigante mit und gehen wir in unsere kühle Keller. Oh ja, mach jetzt im Sommer ist perfekt. Genau, ja. Super. Degustieren über das Internet ist definitiv auch nicht möglich. Ich komme in den Genuss von einem Pinot Noir 2005. Ein Wein, den Nicola seinen Kunden gerne empfiehlt. Eines von seinen persönlichen Highlights ist aber seine eigene Kreation. La Sélection du Sommelier. Auf dem Weingut von einem befreundeten Produzenten hat er sich einen lang ersehnten Traum erfüllt. Nämlich, seinen eigenen Wein aus 4 verschiedenen Traubensorten zu cuvettieren. Bis hatte ich 10 Weinproben. Die 10 Weinproben habe ich auf Zürich gebracht und zusammen mit dem Team haben wir den besten ausgewählt. Hey Nicola, vielen, vielen, vielen Dank. Ganz viel Erfolg und alles, alles Gute. Cheers! Der spezielle Wein auch noch zu kredenzen, wäre fast ein bisschen schade. Wir bleiben beim Pinot Noir, einem frischen Sommerwein. Ich bin sowieso bald wieder da. Und freue mich auf La Sélection du Sommelier, die übrigens auch online bezogen werden kann. Das ganze Team und ich wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit, gute Erholung und natürlich viel Sonnenschein für genussvolle Stunden unter freiem Himmel. Besonders bedanken möchte ich mich für Ihr Interesse an der Sendung «Best of Swiss Gastro bewegt». Mitte September sind wir wieder für Sie da. Auf Wiedersehen miteinander.